Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mit dem, wo ihr euch jetzt ganz viel und ganz oft ein Video wieder mal gewünscht habt, nämlich mit dem Ruby. Wir machen heute ein Follow Me Around am Stall und in erster Linie kommt heute als erstes mal das Fell endlich ab, denn er ist wirklich extrem plüschig geworden und er tut sich ein bisschen schwer, er hat echt ein bisschen Probleme, das ist einfach zu warm für ihn, mal abgesehen davon, dass er auch schwitzt. Er hat Probleme mit angelaufenen Beinen und sowas. Und jetzt muss das Fell ab. Das ist ja, wir scheren ja immer ein bis zweimal im Jahr, weil eben durch das Cushing halt auch eben dieser Fellwachstum quasi sehr extrem ist. Und damit beginnen wir heute. Ich nehme euch einfach heute so ein bisschen mit. Ich habe den Toto dabei, der dann gleich hinter der Kamera steht. Und mal schauen, was wir so heute noch so für Eindrücke für euch filmen können. Schon fegen und hat noch gar nicht angefangen. Nicht, dass ihr denkt, der ist sediert, nein, der ist immer so ein bisschen entspannt. Wir beginnen also heute einfach mit dem Scheren. Ich werde heute im Laufe dieses Gesamtvideos euch immer mal so ein paar Tipps auch geben, so aus dem Alltag heraus, jetzt nicht nur was das Scheren angeht. Und ja, wir beginnen jetzt gleich mit dem Scheren. Was müssen wir als erstes machen? Wir müssen natürlich erstmal das Pferd sauber machen. Das hat A damit zu tun, bei dem ganz dicken Fell, dass natürlich auch die Schermaschine am Ende leichter durchgeht und B, dass einfach die Scherblätter ein bisschen länger halten. Ein Thema möchte ich euch gerade mal zeigen, warum unter anderem es auch für ihn wichtig ist, dass wir ihn scheren. Er hat momentan extrem Probleme auch mit dem Wetter. Wir haben jetzt schon 10:30 morgens und über 10 Grad und er hat einfach zu dickes Fell für die Temperaturen. Das sieht man auch ganz gut daran, wenn man sich einfach mal die Hinterbeine bei ihm anguckt. Er hat hinten rechts ja eh das Problem, dass er das operierte Bein hat. Das heißt, da ist es eh so ein bisschen dicker. Also es läuft schneller an. Aber das ist momentan einfach unser Hauptthema. Du kannst ruhig abstellen, Hase. Dankeschön. Man sieht das ganz gut, dass er halt einfach mit diesen angelaufenen Beinen zu kämpfen hat. Und das ist halt so ein bisschen unfair, sage ich jetzt mal. Wir machen es ihm einfach leichter, wenn wir das Fell runterholen. Welche Bürste sich sehr gut dafür eignet, um den groben Dreck auf jeden Fall gut auch aus den Unterschichten des Fells zu holen, ist von Haas die Mustang-Bürste, weil die hat nämlich innen drin Drahtborsten eingearbeitet und ja, damit holt die halt wirklich von tief innen auch tief unten quasi den Dreck raus. Ich versuche euch jetzt mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie lang das Fell wirklich ist, bevor wir anfangen zu scheren. Schaut mal, wie weit meine Hand quasi in dem Fell untergeht. So, luftdicht verpackt, los geht's. Und er lässt es über sich ergehen.
Otto probiert sich auch. Ist gut, ne, die Maschine. Wir mussten nur gerade mal aus dem Stall raus, weil im Stall gibt es gerade Heu, deshalb. Das ist mit den Haaren am Boden natürlich doof. Versuchen, lange Linien zu scheren, nicht so kurze. Es gibt ein schöneres Muster, wenn das nicht so... Machst du gut, Schatz? Man könnte ja meinen, wir haben noch nichts gemacht, aber wir haben ein Two-Face-Pferd. Die eine Seite ist nämlich jetzt fertig. So, mal kurz Päuschen gemacht. Ein weiterer Tipp beim Scheren ist, dass ihr alle 10 bis 15 Minuten die Scherblätter ölt, und zwar hier vorne in dem Bereich einfach. Denn auch das verlängert die Langlebigkeit der Blätter und die Maschine läuft nicht so schnell heiß. Um so wenig Streifen wie möglich zu bekommen, schaut, dass ihr wirklich in langen Bahnen schert. Also, dass ihr nicht, genau, nur so in kurzen Reprisen, sondern wirklich am besten einmal so komplett durchschert. Dass immer was ein bisschen stehen bleibt, ist normal. Das gehe ich zum Beispiel ganz am Ende nochmal drüber. Das sind so die Feinheiten. Aber innerhalb von 2, 3, ja, maximal Wochen hat sich das eh wieder so ein bisschen verwachsen und dann sieht man diese Übergänge auch gar nicht mehr. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, was das Thema Streifäule angeht. Bei Ruby ist es leider in den Übergangszeiten so, dass die Hufe ein bisschen in Anführungszeichen leiden. Das liegt bei ihm einfach daran, dass einfach sein Organismus mit der Stoffwechselkrankheit so viel zu tun hat und dass dann halt einfach manchmal so ein paar Schwachstellen auftreten am Körper, wie eben an den Hufen. Und da gibt es ein Hausmittelchen sozusagen, und dafür braucht ihr einfach nur einen Hufkratzer, eine handelsübliche Zahnbürste und Zahnpasta. Und bei der ist es wichtig, das muss nicht die teuerste Markenzahnpasta sein, sondern dass einfach ganz, ganz viel Fluor enthalten ist. Weil damit könnt ihr nämlich wirklich sehr gut Streifäule bekämpfen, und wir haben damit in den letzten 3, 4 Wochen wirklich sehr gute Ergebnisse erzielt. So, als erstes macht ihr natürlich den Huf schön sauber. Jetzt seht ihr bei ihm zum Beispiel, er hat hier das Problem in der Mitte. Dann nehmt ihr einfach die Zahnpasta und trippt das da so ein bisschen rein. Und mit der Zahnbürste verteilt ihr das richtig gut, beziehungsweise massiert das auch so ein bisschen ein. Dann könnt ihr auch ruhig hier so ein bisschen mit in die Rillen reingehen, wo eben die Problematiken sind. Und das macht man so alle 2 bis 3 Tage. Und ich habe echt gute Ergebnisse damit erzielt. Auf dem anderen Hufen ist es komplett schon weg. Das ist jetzt hier nur noch so ein bisschen auf dem. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für die, die auch Barfußpferde haben, egal ob jetzt hinten, vorne, auf allen Vieren. Denn die kennen das genauso wie ich, dass wenn man unterwegs ist, im Gelände oder sonstiges, dass sich manchmal so ganz fiese kleine Steinchen in den Huf setzen, die man so einfach gar nicht rausbekommt und mit so einem Hufkratzer da manchmal so lange rumpopelt und dann irgendwann ein großes Loch entsteht. Ihr könnt einfach vom Zahnarzt, manchmal gibt es da, sonst gibt es sie auch im Internet zu kaufen, diese kleinen Dentalsticks holen. Da ist nämlich so eine ganz kleine Spitze dran, und damit kriegt man super gut kleine Mini-Steinchen aus dem Huf raus. Musik.
der Ruby hatte gestern Physio- und Osteotermin und darf deshalb heute einen Tag nicht geritten werden. Daher gehen wir jetzt einfach mal eine Runde ins Gelände spazieren und morgen reiten wir dann wieder. Und dann bin ich sehr gespannt, wie er laufen wird, weil wir haben gestern doch einige Baustellen noch mal aufklären können. Jetzt fertig gemacht. Ich habe ihn jetzt erstmal mit 100 Gramm eingedeckt, weil es einfach noch unheimlich warm ist, auch nachts. Das wird sich dann, denke ich, demnächst auch ändern, weil so lange bleibt es jetzt auch nicht mehr so warm. Und ja, wir machen jetzt alles hier fertig. Meine Mama ist so nett und kommt heute Abend nochmal vorbei quasi und gibt ihm die Medikamente und geht nochmal ein Stückchen mit ihm spazieren. Wir fahren jetzt zum Q. Ich freue mich, dass ihr da dabei wart, wieder bei dem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich verspreche euch, dass ihr auf das nächste Ruby-Video nicht so lange warten müsst und vielleicht wird es dann auch ein Reitvideo wieder mal. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao! Dicky sagt Tschüss!